Hallo Pilzfreunde, hier ist Myko Dentik, der gestörte Pilzsammler, und wir zeigen wir heute, wie man einen schlechten Wald erkennt und in welchen Abschnitte mehr viele Pilze sind. Lasst noch ein Like, ist mir egal, direkt zum Video. Ihr denkt so, was, Wald? Gibt ja immer Pilze. Jein. Kommt auch, wie der Wald ist, Fichtenwald, Nadelwald, Mischwald und andere Waldtypen. What the fish make, bro? Ich mache Intro über. Jetzt finde ich jetzt einen Pilz. Die Insekten killen mich, fressen mich auf. Und hier ist ein größerer. Ah, ist zu alt. Egal, auch cool. Genau. Zwei, wie man gute Wälder und schlechte Wälder unterscheidet. Genau. Erstens reine Fichtenwälder wie das. Aber rein. Einfach nur Monokultur. Egal, ob es wenig Bodenbewuchs hat, dort findet man gefüllt gar nichts. Was man da jedoch findet mit Zierpilz sind Fichte, Weißtanne und noch ein bisschen Mischi. Aber nicht der reiner Fichtenwald. Ganz rein. Das ist jetzt meine Gegend herum allgemein. Plus noch, wenn du die Arschkarte hast, wie diesen Wald, wo ich jetzt erkunde, das ist alles voller Brombeersträucher. Bro, das ist die Hölle. Dort findest du gar nichts. Gar nichts. Geh nicht rein. Gar nichts. Es lohnt sich nicht. Man findet gar nichts, weil Pilze braucht Wasser. Ja, das schon. Was? Hä? Nein, also. Ja, der Hexe, der nette Hexe. Ja, das war Wegrand. Aber hier findet man nichts. Verkund hier Wälder, aber. Wiederum egal, ohne zum Beispiel hier, das wird nächstes Jahr schon weg sein, also hier noch kleine Stellen, das ist einfach, und Brombeersträucher sind nährstoffreiche Anzeiger. Was braucht der Pilz? Nährstoffarm, das heißt, der Baum braucht auch kein Mykorrhiza-Pilz, denn damit Verbindung gehen mit diesen Nährstoffen, rausholt, denn mit dem Austausch von Symbiosen. Man ist eh schon sehr viel Nährstoff, aber wozu braucht der Baum einen Mykorrhiza-Pilz? Und solche Stellen kann man schauen, aber ist nicht ertragreich. Bisschen weniger Bummwuchs kann man schon reinschauen, aber es ist saumühsam. Über die Gruppe hier gibt es ein paar Stellen, sind sechs pilzversprechend aus, aber na, genau. Vor allem, wie ich sehe den Wald. Ich blende unter Videobeschreibung ein paar Videos an, wo der gleiche Typ Wald sind, wo auch immer sehr wenig gefunden haben. Und da dieser Wald, den erkunde ich das, da war ich noch nie, aber ja. Genau, Trick. Bin heute relativ sehr schwül und 25 Grad. Am Wald so. Ja. Ah. Wenn die solche Stellen, die ich da habe, wo es ungefähr gut sind, ja. Allgemein sind solche Wälder wie jetzt, also keine Wälder, sind Vorförste. Ja. Von Monokulturen, nee. So ganz, ganz dicht, dunkel, wie auch ein paar Mal beschrieben, findet ihr nicht viel oder bis gar keine Pilze. Der Bodenbewuchs ist das Entscheidendste. Ja, es ist das Entscheidendste. Weil, wenn ihr Brombeersträucher habt, dann habt ihr geschissen. Aber dieser Wald ist echt eine Arschkarte.
Also man muss schon sagen, das ist eine der schlechtesten Wälder ever. Es ist nicht geil. Und jetzt seid ihr vorbereitet, ein bisschen auf Pilze und Waldbestimmung. Ich glaube, ihr habt schon gecheckt, was ich meine. Ach nee. Na, 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 na. Ah, na, 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 na. Solche Stellen. Ich würde jetzt vielleicht bei diesem anderen Wald, und dieser Video heißt, ja, ich werde von Ameisen angegriffen. Genau so ein Typ. Wald. Ja. Yeah, der zweite Pilz für einen. Das sind Täublinge, geil. Genau dort wird es weniger. Ja. Ein Rehrling? Was macht ein Gallenrehrling, Bro? Ist auch schon da. Mal eingefunden, den ersten so Anfang Juli. Ist aber schon. Ah. Gelbe Röhren, sieh mal, Alter. Gelbe Röhren. Ja, das ist saubitter. Wenn ihr nochmal die Zunge an der Röhren abschlägt, die Zunge kann sich gerade beerdigen lassen. Ja. Nächster Pilz ist ein Ockertäubling. Der dort gehört Ockertäubling. Stabil. Ah, hier hat sein Purples. Toll. Ich mag dich. Hurensohn, du folgst du mich. Du Hurensohn, verpiss dich. Insekt hat mich verfolgt. Es war keine Flügel. Nein, es war ein. Wer bist du? Tschüss! Einfach ein Tschernobyl-Fliege, Bro. Bro, look at this dude. Ein Feta-Käfer. Ein Feta-Käse. Feta-Käfer. Oh mein Gott, Alter. Heilige Scheiße, wer bist du? Bro. Wie hab ich dich nicht gesehen? Bro, was für ein netzstilliger Hexen, Bro, Alter, ne? Chuck Norris, Alter. Noch einer. Sieht sogar am besten aus. Aber nicht so krass, aber trotzdem stabil. Hier ist einer. Kein Bock auf Zecken, ich laufe mit Kurzhose, stabil. Netzhexen, ganz toll. Wo sind fest? Aber so ein Netz hat er gar nicht. Ich gucke schnell bis. Er ist hier geflockt.
So fest ist er noch. Aber diese Netzstruktur, die deutet an, es ist kein gemeiner Hexenrahmen, irgendwie nicht. Weil hier ist Netz, aber nicht so stark ausgeprägt. Es gibt einen kurznetzigen Hexenröhrling, der, ja, hier sind unter den Dings, da muss man eher an Sporen, da kann man eher mikroskopisch bestimmen, wenn man die Sporen sieht, dann kann man die Art unterteilen. Aber dieses Netz ist jetzt nicht typisch für ein Netz, die Hexenröhrling. Das ist schon ein ausgewachsenes Exemplar. Da kann es auch sowohl auch ein Hexenröhrling sein. Aber allgemein wäre noch gut, aber wir lassen den auch stehen. Ich habe voll gefilmt, dies, das, nein. Habe ich jetzt ein Anus Champignon. Den lassen wir stehen. Weil die Mücken mir so hart auf den Sack gehen, aber wenn nichts dabei und ich hab. Das ist eine Erkundungstour. Eine Schmetterling. Ein Schmetterling! Oh! What the fuck? Ich schwitze wie behindert, wie Bananensirup mit Mango, mit Avocado. Wow! Ja, bist du? Kriegsgebote verfolge dich. Unter dieser Bankstuhl ist hier ein Röhrling. Wer bist du? Wenn dann würde ich dich auf eine Ziegenlippe schützen, aber du bist unter einer Eiche. Hier wirst du rot. Du bist vielleicht ein Ziegelippe. Ich schneide dich mal auf. Mal gucken, wie du dann aussiehst. Madi Madi. Das könnte eine Ziegenlippe sein. Ganz sicher bin ich nicht, aber das Filzröhrling ist sicher. Aber ja. Kannst du mal in die Kommentare sagen.